Am 1. Oktober fand in Chopor, besser gesagt in und vor dem Berufsschutzzentrum Chopor, ein Aktionstag statt. Wer organisiert diesen Aktionstag? Dieser Aktionstag nennt sich Aktion Junge Fahrer. Zielgruppe dabei sind 16- bis 25-jährige Verkehrsteilnehmer. Organisiert wird die ganze Geschichte von der Landesverkehrswacht Sachsen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Verkehrswachten. Heute zum Beispiel mit der Verkehrswacht Mittleres Erzgebirge und der Verkehrswacht Zwickauer Land. Und was ist das Ziel der AJF? Das Ziel ist natürlich Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Die Zielgruppe soll durch gezielte Aktionen sensibilisiert werden, entsprechende Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu beachten, zum Beispiel das Anschnallen, zum Beispiel auch das Befreien aus dem Auto, das Fahren unter Alkoholeinfluss wird simuliert und so weiter. Wie oft werden diese Veranstaltungen durchgeführt? Diese Art Veranstaltungen werden ca. 15 Mal in Sachsen pro Jahr durchgeführt. Insgesamt konnte man 8 Stationen besuchen und diese habe ich für euch mal angetestet. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir drehen die Leute aufs Dach und trainieren die Rettung aus dem überschlagenen Fahrzeug. Ein Drittel aller Unfälle passieren außerorts, wo die Fahrzeuge auf dem Dach liegen bleiben. Und damit man sich dann befreien kann, zeigen wir hier den jungen Leuten, wie es geht. Dort muss hier mit dem Schulter sein, das heißt, also darf ich schon mal Halsschlagader sein. Die Hand nimmst du hinter den Kopf, den Kopf richtig vor auf die Brust, die Badrolle. Mit der anderen suchst du dein Gurtschloss. Ehe du es aufmachst, drückst du dich richtig hoch zurück in den Sitz und lässt deinen Hintern in die Mitte vom Auto abrollen. Wozu dient eigentlich dieser Aufprallsimulator? Der Aufprallsimulator veranschaulicht den Teilnehmer, welche Rolle der Gurt und die Kopfstütze bei einem Unfall spielen und wie wichtig es ist, sich korrekt anzuschnallen und die Sitzposition korrekt einzunehmen. Durch wen wird der heutige Tag finanziert? Die Aktion Junge Fahrer wird gefördert durch den Freistaat Sachsen. Das ist besonders das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die sehr viel Wert darauf legen, dass diese Aktion größtenteils in Berufsschulen und mit jungen Fahrern gemacht wird, um eigentlich vorzubeugen, dass Unfälle passieren und so weiter und so fort. Und das ist das Ziel und deshalb ist diese Förderung auch richtig angelegt, bin ich der Meinung, als Stefan Heise von der Verkehrswacht Marienberg. In dieser Station finden 3 Aufgaben statt. Ein Reaktionstest hier hinten bei der Kollegin. Der Kollege macht hinten einen Sehtest. Und hier wird die Führerscheinprüfung durchgeführt. Sehr gut ist auch nicht, alles 0-0. Was passiert heute an dieser Station? Bei dieser Station wird hier nochmal erklärt, wie die Wirkung von Alkohol ist. Wir machen den Test einmal ohne diese Rauschbrille und dann mit Rauschbrille. Und dann sind die Aufgaben zu erfüllen, die in einer Zeit ohne Rauschbrille mit
2 Sekunden zu erfüllen sind und mit Aufsetzen Reißbrille 10 Sekunden dauern. Sind meine Füße da drin? Findest du heute diesen Aktionstag? Sehr schön, vor allem sehr aufschlussreich, dass man auch mal über solche Sachen informiert wird. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall mal was Neues und man hat nur selten die Gelegenheiten, gerade für so Überschlag. Es ist interessant, aber Skiathleting auch durcheinander gibt es, aber kann man nichts machen. Das ist alles nicht so zu planen bei so viel Leid und ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ganz gut, das ist eine spannende, sagen wir mal, Aktion hier, aber ansonsten nichts Schweres. Das würde ich sagen, standardmäßig, also was man erwartet davon. Mal ein Erlebnis für dich? Ich würde sagen, die Alkoholprämien, die waren eigentlich ganz witzig gewesen, ne? Wenn man halt mal ein bisschen aufpassen muss, wo man mit den Füßen tritt. Wie war es denn? Es war interessant. Also ich denke, es hilft mir, wenn ich mal so einen Unfall habe, denke ich schon, dass ich daran denken werde. Wie fandest du heute den Aktionstag? Ich fand es sehr gut. Also es ist gut, dass es sowas gibt. Es könnte es öfter geben, ja.